So, hallo, wir machen weiter. Bei Cadence of Hyrule, das letzte Mal haben wir den Eispalast betreten und werden da jetzt uns das nächste Musikstück holen, nicht Musikstück, Instrument. Das heißt, erstmal wieder einiges an Dungeon-Arbeit vor uns. Sollte aber kein Problem darstellen. Mein Schlüssel. Ich werde hier die ganze Zeit gefroren. Von den Mistviechern. So. Schwimmen kann ich mittlerweile ja. Also alles kein Thema. Ja, ja. So, Shop ist ja auch recht reingekommen, aber die waren in letzter Zeit jetzt auch nicht mehr so spannend. Leider. Das ist da oben. Da ist aber eine Truhe, die interessant ist. Oh, da. Hä? Ach so. Zum Glück haben wir meinen Zumaya-Stab schon dabei. Sonst käme ich da nicht ran. Da ist der Shop. So komme ich nicht ran. Wenn das Viech da nicht rausgeht, komme ich nicht ran. Das Viech da muss weg. Kann ich das sprengen? Ja. Cool. Oh, der hat ein Herzteil. Das ist natürlich großartig. Kaufen wir einfach alles. So, Herzteil nehmen wir immer mit. Okay. Und da unten ist der Bosskampf. Dann haben wir ja alles. Oh, da muss ich jetzt aber aufpassen. Der ist jetzt ein bisschen stärker, ne? Nein, ist er nicht. Kein Thema. Kein Thema. Gut, damit haben wir das nächste Item. Ne, haben wir noch nicht. Doch, das nächste Item haben wir schon. Jetzt schon darüber? Ich bin verwirrt. Wenn ich jetzt hier runtergehe, aber der Stein ist ja da. Ich müsste eigentlich wieder hochkommen, ne? Wo ist mein Krafthandschuh? Ah, stopp, Bu. Das war nicht ganz, was ich wollte. Das war schon eher, was ich wollte. Easy. So. Aber da oben kommen wir noch nicht hin, ne? Oder? Wait. Nee, das reicht nicht.
Nee, das... Oh, das... Egal. Es reicht jedenfalls nicht. Gut, wir gehen durch den Dungeon. Ist in Ordnung. Da ist direkt der Shop. Dann gehen wir da doch auch direkt rein. Aber der hat nichts für mich. Okay. Schade. Da ist was Interessantes. Wahrscheinlich die Karte. Ja. Hallo? Ach, das macht die Pfeile. Da ist mein Schlüssel. Ein Diamant. Glasschuhe, na, die sind sofort kaputt. Aber wir hatten eh gerade nichts anderes, also kann man die mitnehmen. Da ist dann der andere Weg, einen Schlüssel zu bekommen. Sehr schön. Haben wir wieder zwei. Die nehmen wir noch mit. Schau jetzt hier, billigere Läden gegen Gegner besiegen ist Heilung. Nee, Läden. Auch wenn ich kaum was kaufe. Ah ja, ist ja egal. Mein Gott. Gehen wir zum Boss. Wow. Ach, die Türreppe ist ja schon da. Dann können wir ja schon gehen. Das gefriert immer. So, jetzt ist hier gleich Ruhe. Dankeschön. So, da ist eine Truhe. Ah, da komme ich so nicht ran. Ah, das ist sowieso der Weg, den ich gehen will gleich, ne? Ja. Einen anderen Weg habe ich gar nicht. Ja, dann haben wir es ja schon. So. Ei, Blitzpfeil. Horny für den Fanghaken. Nehmen wir den Fanghaken. Ich glaube, der ist hier am sinnvollsten. So, und jetzt käme ich da auch jederzeit wieder hoch. Aber das will ich ja gar nicht. Gut, wir können zum Boss. Hurra. Abflug. Das war, ich glaube, einer der für mich schwierigsten. Da habe ich mich, glaube ich, angestellt. Ich weiß es nicht mehr. Aua. Ich kann mich auch gar nicht mehr so gut erinnern. Es gibt so, wie kann ich denn dem ausweichen? Ich meine, es macht keinen Schaden, aber ich treffe ihn so halt nicht. Das schon eher. Aua. Woher weiß ich, wo er auftaucht?
Ah, ich kann ihn bestimmt auch... Moment, ich wähle mal meine Pfeile aus. Feuerpfeile am besten. Mal gucken, ob ich ihn jetzt so treffen kann. Nice. Sweet. Ah, ich dachte, so komme ich jetzt selber hin. Okay, da ist jetzt. Jetzt spawnt aber sehr freundlich. Lul. Das war jetzt aber ein sehr freundlicher Spawn. Okay. Wahrscheinlich so die Endphase. Da dreht er dann durch. Gut. Dungeon 2 abgeschlossen. Die Oboe. So, haben wir das auch. Waren hier noch... Da waren noch spannende Truhen. Richtig. Die war richtig spannend, die Truhe. Ja. Das war jetzt ja auch nicht so spannend. Weiß gerade gar nicht, was hier noch alles so war. War da noch irgendwelches Höhlenzeug, was ich wollte? Kommt mir nämlich gerade nicht so vor. Oh! Ja, das nehmen wir mit. Lul. Das nehmen wir sofort mit. Aber das war's dann hier auch schon, ne? Viel mehr war hier gar nicht. Mal kurz auf die Karte gucken. Da oben ist Schloss Hyrule. Sehe ich das richtig? Wollen wir da gleich mal den Teleport aktivieren? Ja. Zack. Dann kriegen wir das doch trotzdem gleich mal rein. Hallo? Jo, du bist krass, mein Freund. Friss Pfeile. Okay. Friss Bomben. Alter. Ich weiß nicht, was das für eine ist, aber ich lege mich mit dem nicht länger an. Ich habe mir das gerade anders überlegt. Uff. Der ist ja krass drauf. Oh mein Gott. Ist das energietechnisch jetzt so geil, hier reinzugehen? Oh boy. Nicht, dass mich jetzt einer von den Steinen hier gleich abschießt. Okay. Na, die Rubine nützt mir gar nichts, wenn ich gleich sterbe. F. Ah, das war dumm. Was könnten wir mitnehmen? Bomben. Eigentlich brauchen wir nichts davon mitnehmen, aber wir haben ja wozu haben wir das Zeug, ne? Wozu haben wir den Kram? Aber die Rubine sind wieder weg. Was soll's? So. Aber was ist das denn für ein krasser Typ hier vorne? Den lassen wir mal jetzt in Ruhe.
So, und hier komme ich nach wie vor nicht durch. Ja, okay. Das heißt, da komme ich erst durch, wenn ich alle Instrumente habe. Na gut, dann haben wir das schon mal erschlossen. Und dabei unsere Rubine verloren. Nice! Genauso habe ich mir das vorgestellt. Aber was soll's. Da ist mein Herzteil. Da ist eine... Dings zum okay, dann nehmt ihr mit. Sehr gut. Da sind Feen. Die nützen mir jetzt nichts, weil ich keine Flasche habe. Cool. Aber da wäre ich gerade schön geheilt worden. Naja. Künstlerpech. So, ist hier noch irgendwas Spannendes? Sieht nicht danach aus. Da ist was Spannendes. Eine Flasche! Yay! Endlich. Damit müssen wir uns auf jeden Fall eine Fee kaufen. Kaufen. Quatsch. Ja, aber die Bomben brauche ich nicht von dir. Gib mir einen Speer. Steht das so schön als Deko rum? Ich will den selber haben. Na gut, ist hier sonst noch irgendwas Spannendes? Sieht spontan nicht danach aus. Holen wir uns mal schnell eine Feenflasche. Habe ich die jetzt drin? Ah, ich habe die drin, okay. Gut, dann wieder raus damit. Feenflasche haben wir. So, das war das. Ja, räumen wir mal kurz die Seite hier auf. Ach, da unten. Schon gefragt, wo der letzte Gegner ist. So. Da ist ein Bosskampf. Gehen wir da gleich mal rein. Das. Einmal zack. Ach nee, das ist kein Bosskampf, das ist einfach nur... Wie kam ich an die Truppen? Wait, ich weiß es, glaube ich, wieder. Moment. Geht das so, dass ich das blockiere? Oh, das rutscht weiter. Huch. Ich glaube, wie ging das denn? Wie kam ich denn da vorbei? Ah, wait. Ich hab... Nein, das geht nicht. Ich kann nicht darüber schießen, oder? Und so ranziehen? Nützt mir nichts. Ich kann die Truhe auch nicht zu mir ziehen, ne? Oh! Ah, so komme ich an die Kriegstrommel ran, okay. Habe ich aber, glaube ich, auch fast nie genutzt. Lauter so Sachen, die ich fast nie eingesetzt habe. Ja.
sind alles so, diese ganzen Beat-Geschichten, das habe ich fast nie genutzt im originalen Spiel. Da ist ein Geheimgang. Mit Feen. Räumen wir hier kurz auf. Alter. So, Deko-Kerne sind wichtig. Wo ist denn jetzt noch ein? Ach, da oben. Okay. Mehr Spannendes ist hier nicht. Da oben geht's zum nächsten Dungeon. Na, vorher müssen wir die Windmühle machen. Das hatten wir schon mal. Dann kriegen wir dieses... Oh Gott. So, jetzt weiß ich's nicht mehr. Doch, ich weiß es noch. Unglaublich. Ich kann mir Dinge merken. So, Stoß nach unten. Einfach eine Fähigkeit, die ist aber sehr gut. So, außerdem können wir hier, glaube ich, ein Rätsel lösen und kommen so... Kann ich mit den Leuten quatschen eigentlich? Na, die reden nur über die Kisten. Na dann. So, schaffe ich es auf Anhieb oder bin ich wieder... Oh, warte, wir machen das einfach stylisch. Das war nicht der Style, den ich gesucht habe. So, wofür sind Kistenrätsel gut, wenn man es einfach wegschieben kann? Yay! Macht er mehr Schaden? Wahrscheinlich. Ach, der schießt jetzt durch. Okay. Gut. Haben wir das geklärt? Dann könnten wir jetzt zu dem Dungeon hier gehen. Machen wir das doch gleich. Ich habe nicht vor, das alles nochmal abzulaufen, ne? Also ich werde nicht die Karte jetzt zu 100% erkunden. Das haben wir mit Link schon gemacht. Ich werde einfach möglichst schnell versuchen, die Dungeons zu erreichen. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 22 Minuten, okay. Das ist ja... Dann schaffen wir ja viel in dem Part, das ist ja großartig. Ein Dungeon abgeschlossen und zum nächsten hingekommen. Na, wie finde ich das denn? Gut finde ich das. Wie muss ich eigentlich laufen? Ja, hier über mir ist er. Ist die Frage, ob ich von da dahin muss? Ich gleich. Ich muss bestimmt von da dahin. Ich komme nicht hier... Oh, warte mal. Ah, shit. Wait. Ich komme hier hin. Ich war doch gerade drauf, ich Doofnuss. Nochmal. Ha, easy. Jetzt ist hier der Wind. Die Kacke. Da, der scheiß Wind, an dem komme ich nicht vorbei. Auch nicht so. Ah. Wait, kann ich mich vielleicht mit dem Enterhaken da durchmogeln? Schade. Dann muss ich da von links ran. Na gut, hilft nix. Abflug. Gehen wir halt rüber. Auch der Weg dauert jetzt nicht allzu lange. Je nachdem, was ich mitnehme. Okay, die Truhe will ich mitnehmen. Scheiß Vieh. Wo ist jetzt noch einer? Da. Das war knapp.
Fast hätte ich ihn nicht mehr bekommen. So. Yay! Das nehmen wir nämlich gerne mit. Herzteile sind immer gut. Und Rubine auch. Sonst noch irgendwas Spannendes hier außer einer Truhe, die nicht spannend ist. Nein. Ich sehe spontan nichts. Okay. So, hier ist dann der Weg. Ach ja, da war ja sowieso nochmal eine Höhle, in die ich auch rein will. Stimmt ja. Ist ja gut, dass wir hier rumlaufen. Dann ist ja gut, dass wir hier rumlaufen. So. Nare, erinnerst du dich denn noch daran, wer du bist, woher du kamst? Wer sich an die Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Achso, er weiß praktisch gar nicht, was er ist und wer er ist. Er wird jetzt erst Octavo. Also er wird erst böse, wahrscheinlich am Ende des DLCs. Dann könnte man denken. Wir werden sehen. Ich hoffe, es lohnt sich, das einmal nochmal komplett durchzuspielen. Ich hoffe, es lohnt sich. Kann mich nur wiederholen. Und in den Höhlen, die normalerweise der Story dienten, kriegen wir hier jetzt immer so einen... Na, das war ja toll. Kriegen wir jetzt immer so einen, ja, wie sagt man? Kleinen Story-Flow. So, da machen wir die Brücke auf. Hätten wir vielleicht sogar rüberziehen können mit dem Enter haben? Können wir testen? Weiß ich nicht. Oh wow. Enter haben. Großartig. Ne, an die Steine geht er gar nicht ran. Okay. Oder? Doch. Na, passt doch alles. Ah, da nicht. Das ist jetzt wieder blöd. Dann gehen wir halt so rum. Ah, den hätte ich ja drüben auch machen können. Guten Morgen. Egal. Ups. Wisst ihr noch, als ich hier mit 3 Herzen versucht habe durchzukommen in der Demo? War keine gute Idee. Dann so etwas entspannter. So. Was haben wir hier? So ein Viech. Und wieder eine Zeittruhe. Ah, lass das. Sweet. Zeittruhe geschafft. Gib mir was Sinnvolles. Yes. Das ist sinnvoll. Gut. Ich glaube, hier oben war auch irgendwas Spannendes. Richtig. Da war nämlich diese Truhe. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Yo. Das war frech. Ich glaube, mit dem Ding komme ich da hin. Nein! Kann ich das mit dem auch machen? Aber da kann ich nicht hoch. Jetzt habe ich wieder hochge... Ich hasse alles.
Habe ich noch einen irgendwo? Da ist noch einer. So. Mit dem versaue ich es jetzt aber nicht. Mann. Wow. Das war's wert. So, ist hier noch irgendwas Spannendes? Sieht nicht danach aus. Na gut. Ich glaube, irgendeins von denen hat einen Geheimgang, oder? Yes. Okay, mit dem kommen wir auch klar mittlerweile. Gut. Einmal Geheimgang nutzen. Einfach nur für einen normalen Ring. Aber wir hatten gerade keinen, also kann man den mitnehmen, ist okay. Ja gut. Hatte ich spannende Erinnerung. So. Aber es ist ja eh Zufall, welche Höhle wo ist, ne? Ach Gott, das war dieser Dungeon. Oh je. Dann sind wir uns... beim nächsten Mal wieder in einem Dungeon. Wir beginnen die Parts immer mit dem letzten Dungeon. Das ist auch interessant. Aber auch der sollte jetzt etwas flotter gehen. Mittlerweile kennen wir das ja alles. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.